Liebe Opernfreunde, anlässlich der Neuproduktion von La Forza del Destino der Oper Klosterneuburg ist es mir eine große Freude, Sie zu einer kleinen musikalischen Einführung in die herrliche Welt dieser Oper einzuladen und Sie ein wenig mit den Melodien dieser wunderbaren Oper von Giuseppe Verdi vertraut zu machen. Die Oper La Forza del Destino beginnt gleich mit dem Schicksal, das quasi an die Tür klopft, in der Form von drei starken Signalen gespielt vom Blech. Und dann kommt das Thema, das sogenannte Schicksalsthema, das sich wie ein roter Faden durch die gesamte Oper zieht. Die Ouvertüre, die Sie eben gerade gehört haben, entstammt der zweiten Fassung, der Mailänder Fassung, die wir für Sie spielen, im Gegensatz zur ersten ursprünglichen Fassung, der St. Petersburger Fassung. Aus dieser Mailänder Fassung, die in etwa 3 Stunden 10 Minuten dauert, habe ich für Sie extra eine Klosterneuburger Fassung herausgebastelt, ein Destillat sozusagen, wo wir die Musik auf 2 Stunden 10 verkürzt haben, um einen runden Opernabend von etwa 3 Stunden zu gewinnen. Und in dieser Ouvertüre gibt es die unterschiedlichsten Themen, die sich bereits aus der ganzen Oper finden. Unter anderem das Thema des Alvaro, Le minacce fieri accenti, die Drohungen und grausamen Worte möge der Wind mit sich wegtragen. Die Idee ist, dass Don Carlo ihn zum Duell fordert und er mit dieser Musik auf Frieden pocht und nicht auf Streit eingehen will. Das klingt dann so. Sie hören, dass über der Melodie kommt immer noch das Schicksalsmotiv dazwischen, das ist das. Und die Melodie geht weiter. Das ist ein kompositorischer Kunstgriff, der sich durch die ganze Oper zieht. Dann gibt es das Thema der Leonora. Non m'abbandonare, pietà di me, Signore. Erbarm dich meiner, o Herr, und hilf mir in meiner Not. Das Schicksalsmotiv. Leonora wendet sich in ihrer Verzweiflung an den Prior des Klosters, den Padre Guardiano, und er wird folgendermaßen dargestellt. Und dieser Prior nimmt Leonore in das Kloster auf und stellt ihr die Klause des Klosters als Zufluchtsort zur Verfügung. Das bewirkt natürlich einen Ausbruch an Freude von Leonore. Sie singt Tu grazia, o Dio, sorride all'arietta. Deine Gnade, o Herr, lächelt der Verstoßenen zu. Und das klingt so. Diese ganze Oper zeichnet sich durch eine besonders
schöne Häufung von musikalischen Gebeten aus. Es gibt zum Beispiel im zweiten Akt ein Abendmahl, das nach guter katholischer Sitte natürlich mit einem Gebet eingeleitet werden muss. Und dieses Gebet, zu dem sich alle in unserer Produktion hinknien, klingt dann so. Sunoi prosta di supplici stenda la man signor ad al fratello salvamis. Dall'infernal malore ne salga tu bontà. Teil wir zur Bonta. Und ein besonders schönes, vielleicht das schönste Gebet der ganzen Oper findet sich am Ende des zweiten Aktes. Leonora wurde in das Kloster aufgenommen und gemeinsam mit dem Männerchor der Mönche singt sie über den Text La Vergine degli Angeli vi copra del suo manto, die Jungfrau mit den Engeln bedecke euch mit ihrem Mantel. Eine Oper mit so viel Drama, Dramatik braucht es natürlich auch einen Kontrapunkt und der ist der komische Charakter des Fra Melitone. Fra Melitone ist ein Bruder, ein Mönch, der ein bisschen renitent ist und sich immer wieder mal gegen seinen Vorgesetzten, den Prior, auflehnt und auch so ganz eigene Ideen über die Welt hat. Das ist ein dramaturgischer Griff, den sich Piave, der Librettist, und Verdi schon von Shakespeare abgesehen haben, wo ja auch in den großen Dramen wie King Lear oder andere die komische Seite als Kontrapunkt dazu eine ganz wichtige Rolle spielt. Die Musik des Fra Melitone klingt dann so. Sie hören schon, das ist ein ganz anderer Charakter, das ist heiter, komisch und durchaus pointiert. Eine von den großen musikalischen Stärken Verdis, die er dann auch in seiner letzten Oper in Falstaff ganz besonders zur Geltung gebracht hat. Dieser Bettelmönch nun, Fra Melitone, hält eine Predigt an die Soldaten, in der er ihnen vorwirft, sie wären zu luderhaft, sie würden zu sehr feiern und sich zu wenig den religiösen Pflichten und der Frömmigkeit widmen. Na, Sie können sich schon vorstellen, dass das keine besondere Freude bei den Soldaten auslöst. Im Gegenteil, sie bedrängen ihn aufs Heftigste. Und zu diesem Zeitpunkt tritt dann Preziosilla auf. Preziosilla ist eine Zigeunerin, eine ganz faszinierende Frau, die nämlich die Zukunft aus den Handflächen lesen kann. Und deshalb drängen alle zu ihr, um von ihr ihre Zukunft zu erfahren. Und als nun Preziosilla sieht, dass Fra Melitone von den Soldaten bedrängt wird, dann eilt sie ihm zur Hilfe, indem sie die Soldaten mit dem sogenannten Rataplan ablenkt.
Das Rataplan ist eine ganz besondere musikalische Form, bei der nur der Chor, begleitet von zwei kleinen Trommeln, zusammen mit dem Mezzosopran singt. Und die musikalische Gestalt dieser Nummer ist so, dass auch der Chor bereits das Trommeln und das Marschieren imitiert. Das klingt dann in etwa so. Sie hören schon, da ist das Trommeln und das Marschieren quasi in der Musik mitkomponiert. Und die Klangfarbe, die sich aus der Kombination des Chores, des gemischten Chores, mit der tiefen Frauenstimme, mit dem Mezzosopran und den beiden Trommeln ergibt, ist etwas ganz Besonderes und Einzigartiges. Nun möchte ich schon zum Schluss der Oper kommen. Wir wissen ja, dass bei Verdi-Opern die Soprane ganz oft dann am schönsten singen, wenn sie bereits ermordet, stranguliert und erstochen wurden. Und in dieser Oper ist es ganz ähnlich. Der Bruder, der eifersüchtige Bruder, hat Leonore in seinen letzten Minuten noch erstochen und sie singt die unglaublich schönste und berührendste Melodie, nämlich Leta Possio Briceda, die Froh kann ich dir vorausgehen, alla promessa terra, ins gelobte Land. Das ist ganz intim, nur mit einer Harfe begleitet und klingt dann so. Schon. Das hat diese ganz besondere Farbe, die Verdi am Schluss von Opern ganz oft zu einer wunderbaren Sublimierung führen kann. Und bemerkenswert ist auch das absolute Ende, die letzten paar Takte dieser Oper. Normalerweise ist es ja Konvention der italienischen Oper, dass ein dramatisches Stück mit einem großen Rufzeichen, mit einem Tusch zum Schluss endet. Anders in dieser Oper von Verdi. Nach den großen Ausbrüchen dieser vergangenen drei Stunden, nach den großen Gefühlsbezeugungen, die wir von allen Charakteren miterleben konnten, endet Verdi diese Oper im leisesten, er schreibt estremamente piano, im leisesten Piano, in den hohen Streichern und nur von der Harfe begleitet und erzielt dadurch einen ganz zauberhaften Effekt. Sie merken sofort, was für unglaublich faszinierende Wirkung dieser Schluss nach dieser gewaltigen Oper, die wir davor gehört haben, ausübt. Meine Damen und Herren, ich konnte Ihnen heute natürlich nur einen kleinen Ausschnitt aus den vielen wunderbaren Melodien aus dieser Oper präsentieren. Vor allem im Zusammenklang mit dem Orchester und unseren wunderbaren Sängern klingt das alles viel, viel reichhaltiger und ausdrucksvoller.
Deshalb möchte ich Sie ganz herzlich einladen zu einer unserer Aufführungen ab dem 3. Juli in den Kaiserhof des Stifts Klosterneuburg zu kommen und ich würde mich sehr freuen, Sie dabei begrüßen zu können. Vielen Dank und bis bald.